Ladies and Gentlemen, are you ready for Factorio? Yay! Voll der krasse Scheiß heute. Nee, eigentlich eine ganz normale Folge, wie immer. Hier auf Philips Gaming, hier mit Carsten. Und in den Kommentaren mit den DAX01, der mir übrigens bislang sehr geholfen hat. Dafür bin ich extrem dankbar, ohne Scheiß. Gerade das hier unten mit dem Verdampfen hätte ich nie rausgefunden. Und ich hätte bestimmt auch erst in 100 Folgen entdeckt, dass es unterirdische Rohre gibt. So, was kann man denn noch Feines? Ja, ist erstmal vollkommen egal, was wir machen. Der Zug kann das nicht erreichen, weil das auf der falschen Seite ist. Zum einen. Zum zweiten. Wollte ich gleich mal ausprobieren, ob dann ein Triebwagen auf der anderen Seite dranhängen kann. Damit der in zwei verschiedene Richtungen fahren kann. So. Das erste Mal ist wieder in die richtige Richtung. Da fügen wir mal schnell die Station dazu. Wo ist sie denn? Ne, die ist jetzt weg, genau. Und der Erik Rasnior ist neu. Und da fährst du jetzt hin. Bin ja gespannt. 2, 3, 4, 5. So, er fährt. Er fährt aber schnell. Huch. Der fährt aber schnell. Jo, ist angekommen. So. Jetzt der Rückweg wird interessant. Dazu würde ich den erstmal anhalten. Und haben wir gerade zufälligerweise noch eine Lokomotive in der Nähe. Nee. Das Ding brauche ich. Wir würden das produzieren. Hier? Diese Lokomotive. Warum habe ich eigentlich so viele? Du Scheiße. Ich brauchte eher Anhänger. Na gut, Anhänger kann ich so machen. So, dann machen wir nämlich noch eine an die Seite. Da müssen wir jetzt noch... Ich kann sogar noch eine ranmachen. Huch. Noch ein bisschen Kohle reinhauen. Kohle gibt's... Wo gibt's Kohle? Ich glaube hier drüben irgendwo. Einem der Vorratsbehälter. Oh, ein anderes Zeug. Ich glaube vier Plätze für Kohle haben sie. Probieren wir das mal aus, ob die auch in eine andere Richtung fahren kann. Bin ich jetzt gespannt. Rot und blau weiß ich mir gar nicht. Aber eigentlich. Moment. Zug zeigen. Ne, haben doch nur drei Slots. So, wenn ich jetzt sag. Also in die Richtung fährt er. Und ich frage, ob er dann direkt zurückfährt oder ob er dann die Kurve macht. Weil da brauche ich ja im Prinzip keine Kurven mehr. Ja, der fährt direkt zurück. Alles klar. Dann machen wir hier mal wieder das Gekurve weg. So ist es nämlich viel, viel einfacher. Hat ja auch viel gebaut. Als so eine riesen Kurve zu bauen. Den einfach so direkt hin und zurück schicken. Und das klappt ja auch mit den Stationen so. Wunderbar, ja. Was heute alles geht. Heutzutage ist alles möglich. So. Jetzt würde ich mich mal langsam um das Be und Entladen der allgemein das Zuges kümmern und vielleicht mal noch dann Waggon in der Mitte hängen. Ich nehme an, die Güterwagen an sich, die haben jetzt keinen Platz für Fracht oder so. Lass mal erstmal anhalten. Hab ich noch Platz im Inventar, ja. So, dann tun wir mal ein paar Güterwaggons produzieren. Das geht ja relativ flott. Materialien haben wir ja alle. Ja, so. Ist schon eins fertig, ja. So, mit einem... Zwei Güterwaggons, das reicht erstmal für den Anfang. Ich habe sogar noch mehr. Hä, warum habe ich dafür immer so viele? Egal. Diesellok kommt wieder... Kohle. So, gucken, ob das immer noch funktioniert mit dem Fahren. Weiß ja nicht, ob sich was geändert hat. Wegen dem Anschluss dann. So, der fährt dahin. Ach, der fährt dann bis dahin, bis die erste Lokomotive da so steht. Da würde ich dann lieber längere Geraden machen wie hier. Da kann ich das dann besser eintakten. Und dann fährt er zurück. Okay. Anhalten.
Wie kann man denn jetzt B und entladen? Güterwaggon hat jetzt freie Plätze. Am einfachsten wäre es natürlich mit einer Greifarm normal so. Weil die halten ja theoretisch immer gleich. Wenn ich dann so und so, brauchen die natürlich noch Stromanschluss. Ah, direkt mittelgroße. Na, wo ist denn die Verbindung? Hier. Hier. Na. Will aber nicht. Scheiße. Wird man das großflächig abdecken? Ach, das mal so. So. Hätte ich jetzt hier das, dann lege ich mal. Da kann man einfach mal, leg mal. Wie lege ich den Kohle weg? Kann ich das wegschmeißen? Ich glaube nicht. Mit Q? Nee, geht's wieder her. Mit F? Nee, F ist aufsammeln. Scheiße. Na, dann machen wir einen kurzen Testlauf mit Stein. Das ist gerade in der Nähe. So. Und das ist so easy. Alles klar. Na, dann haben wir ja schon mal die Transportwege über weite Strecken sichergestellt. Die müssen wir jetzt noch einsetzen. Also die Umsetzung, die wird jetzt höchst interessant laufen. Kann man das wieder abbauen hier. Das Zeug wieder rausholen. Natürlich dann wieder das Inventar ausleeren. Was war das denn? Ja, gut. Hauen wir mal wieder ein bisschen was raus, damit wir einen Platz haben. Mauern brauche ich gerade auch, ne? Was ist das hier? Ach, der grüne Bestandteil. So, die war noch ein bisschen frei. Mauern brauche ich gerade nicht. Brauche ich gerade auch nicht. Ja, sowieso die rohen Bestandteile. Holz brauche ich ein bisschen. Das Ziegelsteine brauche ich auch nicht. Das brauche ich nicht. Das auch nicht. Ja, das kann man eigentlich alles noch stacken. Dass man das hier reinhaut. Der Zug kommt dahin. Da haben wir das alles mal ein bisschen besser verteilt hier. Haben wir hier noch Dampfmaschinen? Ja, hier. Warte mal, mit Shift? Ne, mit Shift geht das hier lang. Wenn ich das jetzt hier nur so. Ah, genau. Sonst haben wir alles hier unten fein aufgelistet. So, das brauche ich öfters. Dann die brauche ich auch öfters. Halt. Achso, den muss ich jetzt einzeln machen. Okay. Ja. So, jetzt gucken wir mal, wie wir den Zug am besten einsetzen könnten. Ich würde fast direkt vorschlagen für die Produktion. Haben wir jetzt endlich mal eigentlich mal den Kunststoff? Ja, Hammer. Dass wir dann das mit der Produktion hinkriegen. Dass wir hier drüben noch auf unsere blauen Flaschen kommen. Und die dann dementsprechend weiter forschen können. Problem ist, für die blauen Flaschen brauchen wir Kunststoff. Und für Kunststoff brauchen wir Kohle und Petroleum. Petroleum gibt's. Haben wir das? Achso, das wird aus Gas gefertigt. Und davon müssten wir zu Genüge haben. Was wird denn hier verarbeitet? Huch. Kann ich ja nicht, kann ich nicht, kann ich nicht. Nö, 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 nö. Nö. Die kann ich. Was bekomme ich denn hier? Ach, hier Akkumulatoren. Die sind natürlich nicht schlecht. In Zeiten der Überproduktion. Oh, das dauert lange. Das dauert lange. Das sehe ich jetzt. Macht das überhaupt? Ja, klar, macht das. Ja, zweigt mal dann hier noch ein bisschen was ab. Ja, wird das auch in dem Dings hergestellt? Haben wir da gerade noch? Ja, hier. So, mal ein bisschen weiter weg die Produktion, damit wir es auslagern können. Vielleicht machen wir auch direkt zwei. Ja, Kunststoff, das braucht sich jetzt bestimmt schon öfters. Ja, komm, machen wir direkt zwei.
So, großer Strommast, damit Strom herkommt. Ich dachte, beim großen Strommast sind die Entfernungen weiter. Ja, von großen Strommast zu großen Strommast. Na, die ist hier eigentlich hier unten egal. Weil hier brauche ich eigentlich theoretisch eine ziemlich große Abdeckung. Na, die ist ja halt nur mit dem mittelgroßen gegeben. So. Ist doch. Ach, das ist gar nicht direkt, das ist noch hier davor. Okay. Falsch. Falsch. Alles schön an der Reihe. So. Nee, das ist auch falsch. Das kann ich nicht machen. Da kommt auch ein Rohr raus. In der Mitte. Hier geht's. So. Also du sollst jetzt Kunststoff. Und du sollst auch nochmal Kunststoff. Dazu brauchst du Petroleum und Kohle. Kohle gibt's hier drüben. Hier. Haben wir gleich Kohle in der Nähe, das ist gut. Ja, mal kurz mal ein bisschen was abreißen. Die Mauer muss weg. Huch, ist da Stein drauf. Ich kann über Stein bauen. Na gut. Abzweigen ist jetzt wahrscheinlich jetzt gar nicht so schwierig. Wenn wir hier noch eine Verbindung anhängen. Nee, nicht so weit. Zweig mal halt hier ab. So. Die anderen Stoffe, die könnten wir eigentlich auch mal mit verbrauchen irgendwann. Unterirdische Rohre, das sind die hier. Sieht nochmal aus wie welche, die um die Ecke gehen wollen. Also wie Kurven. Aber nicht täuschen lassen davon. Der Vorteil ist, wir brauchen jetzt noch eine Zuleitung und haben dann zwei voll. Das habt ihr. Habt ihr? Wasser. Wasser? Hä? Kommt hier Wasser her? Was soll denn das? Ich glaube, ich weiß warum, weil ich mal kurz da eine falsche Verbindung hatte. Scheiße. Ja, können wir gleich ein paar Rohre herstellen. Nach oben sind noch ein paar. Wasser. Ja, blöde. So, jetzt habt ihr aber, ne? Du nicht? Na gut. Wird noch. Die brauchen auch noch Kohle nebenbei. Kann man eigentlich hier einen Verteiler bauen, weil wir brauchen den bestimmt noch öfters. Schneller Verteiler. Schneller Fließbänder. Hier unten sind sie alle. Um die Kurve und rum. Und du gehst hoch. Machen noch mal unterirdisches Rohr oder wird das dann zu eng? Dann machen wir lieber unterirdisches Fließband. So, und hier raus. So, das reicht eigentlich. Blau, blau, blau sind alle meine Farben. Hier. Ach, du bist ja schon da vorne. Wir machen es hier so. Das sieht cooler aus. Voll. Und nochmal voll. Die Kunststoffdinger, die sind wahrscheinlich fester Bestandteil, deswegen würde ich denken, die würde ich wieder mit Dings hier abtransportieren wollen. Die machen wir schnell auf beide Seiten. Ne, warte mal. Doch klar, so geht das. So und dann. Ne, andersrum. So. Und dann. So geht das auf beide Seiten. Jetzt haben wir hier Kunststoff. Und weiter. Da verlagern wir die Kunststoffproduktion nach oben. Der fällt wieder runter. Oder? Was brauche ich noch für blau? Batterie. Scheiße. Ich würde die Produktion dann wieder oben machen. Oder so. Wenn er den Zug mal ein bisschen einbinden, damit er auch was machen kann. Wie lange spielt man denn schon? Ach, 15 Minuten, gleich zu Ende. Schlecht. Also der nächste Schritt
Also für den Kunststoff wäre der nächste Schritt die erweiterten Schaltkreise. Dafür muss ich auch noch Team machen nebenbei. Und die gab es irgendwo hier oben. Die gab es hier. Das ist der oh, Vorteil. Kann ich die jetzt nämlich hier hochliefern. Dafür erweitern wir kurz die Schiene. Um ein paar Meter. Bis hier hin. Die Station kommt tiefer. Tiefer. So. So. So, jetzt muss ich mal schnell gucken. Ich meine, ich brauche eh Strom. Ne, klein nicht, mittelgroß. Komme ich ja gar nicht rüber. Hier. Hier Strom. Hier brauche ich Innerstrom. Jetzt muss ich trotzdem mal schnell gucken. Jetzt entfernen wir nochmal beide. Wie weit du jetzt hier runterfährst. So, stopp. Oh. Bin ich ja ganz schön weit weg. Was soll das bis oben machen? Na komm, machen wir es oben. So, und da lädt's. Nee, machen wir doch nur bis oben. Da bräuchte ich ja noch mehr. I. Da lädst du ein. Und hier lädst du ein. So. Da veranschlagen wir hier eine Wartezeit von. Weiß ich nicht. 30 Sekunden klingt an sich gut. Dann fährst du halt hoch. Das Problem ist, die Produktion ist immer noch relativ gering. Da wahrscheinlich. Feuer? Kommt denn hier Feuer her? Ach, hier ist einfach gar nichts drin in dem. Boah. Die Produktion ist einfach zu niedrig. Verstehe, verstehe. Dann mache ich noch eine extra Produktion nächstes Mal. Das ist natürlich auch möglich. So schnell wie das so durchpfeift. Okay. Ja, da wissen wir schon mal, was wir nächstes Mal machen. Also dementsprechend, die Folge kommt am Freitag, am Sonntag. Da erweitern wir unsere Produktion auf zwei von den Dingern. Um hier eine bessere. Wie ist das Ding? Kunststoffproduktion. Kunststoffstangenproduktion zu haben. Jetzt kommt der Clou. Um erweiterte elektronische Schaltkreise zu produzieren. Um das Wissenschaftspaket 3 zu zu produzieren. Um das hier runter zu transportieren. Um weiter zu forschen. Super. Gucken, was wir dafür noch brauchen. Alter, Batterien. Das kann ja was werden. Die können wir eigentlich dann gleich mit hochtransportieren, weil die können wir hier mit produzieren. Was brauchen wir noch? Für das hier. Nee. Kann ich nämlich auch mal. Kann hier geht die Herstellgeschwindigkeit schneller. Nee. Für die hier. Okay. Das ist nämlich auch cool. Kann ich da einsetzen. Stell die schneller her. Mache ich gleich noch zwei. Herstellgeschwindigkeit plus 20. Ja, was ist denn jetzt besser? Nee. Doch. Nee. Warte mal. Maximaler Energieverbrauch. Erhöht die Produktivität. Erhöht die Geschwindigkeit. Auf Kosten des Energiebedarfs. Verringert den Energieverbrauch. Erhöht die Produktivität. Was ist denn jetzt erhöht? Die Geschwindigkeit erhöht die Produktivität. Na, ich würde das machen. Das klingt nach am humansten irgendwie. Nochmal zweimal. Das dauert aber lange. Das dauert aber lange. Komm, lauf durch. Na komm, also bis nächste Folge ist das dann fertig. Dann setzt man die mal ein, mal gucken, wie schnell das dann produziert wird. Ich glaube, ich brauche auf jeden Fall noch eine zweite Produktionsanlage.
Also bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.